Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute mit meiner Tochter möchten wir gerne mal ausprobieren ein Rindschaschlik. Und wir haben uns so ausgedacht und ein bisschen so hin und her und eine Marinade haben wir uns erstellt, mit welcher werden wir dieses Fleisch marinieren. Und möchten wir euch gerne zeigen, wie es wird und natürlich danach später auch ein Endprodukt präsentieren. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei uns und wir zeigen euch Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Jana! Ja, Lea, lass uns loslegen. Als allererstes präsentieren wir euch die Zutaten, die wir heute brauchen. Also wir haben ein wunderschönes Rinderfilet und Zwiebeln, Zitrone, frischen Thymian. Ein paar Gewürze. Und ich werde jetzt erstmal mit den Zwiebeln anfangen und du, Mutti, bestimmt mit der Zitrone. Ja, Zitrone habe ich schon heiß abgespült und abgetrocknet. Können wir noch auch besser rollen. Ich werde in der Zeit die Zwiebeln einfach grob schneiden. Wir werden die dann nämlich sehr, sehr fein pürieren mit der Küchenmaschine. Weil wir werden heute nicht den Zwiebel reinmachen, sondern nur Zwiebelsaft. Und Zwiebel macht den Fleisch nicht nur weicher und saftiger, es gibt auch Geschmack. So, reiben wir erstmal nur die Schale, Zitronenschalen an. Wenn Sie wollen dieses Rezept nachmachen und wollen den Fleisch über Nacht marinieren, was ich euch nicht empfehlen würde bei dem Rindfleisch, dann lässt ihr die Zitronensaft weg, weil die Säure dann macht den Fleisch auf die Dauer so trocken und fest. Deswegen soll Rindfleisch am besten nur eineinhalb Stunde marinieren und gleich auf den Grill legen. Und wir brauchen nur von halbe Zitrone den Saft. Können wir gleich schon in die Schüssel es machen? Da kommt dann auch dann das Fleisch dann. Genau. Machen wir gleich Marinade in die Schüssel. Aufpassen, dass die Kerne nicht mitkommen. So, die Zitronenschale können wir auch schon gleich hier in die Schüssel reinmachen und den Zwiebel pürieren. In dieser Zeit, Anastasia wird Fleisch schneiden und passt ihr auf, dass ihr Gegenfaser schneidet den Fleisch, nicht lang. Sonst wird dann beim Kauen Probleme geben. Und dass die Stücke werden alle gleich, dass sie auch alle gleich fertig werden. So, jetzt werden wir ein bisschen weinen, mein Schatz. Wir opfern uns auf für das Schaschlik. So, und jetzt werden wir noch den Saft von den Zwiebeln ausdrücken. Nehmen wir Mulltuch oder irgendwelche Gemüsenetz, geht auch. So, und dann werden wir es richtig schön ausdrücken, dass wir nur Saft bekommen. Das Rest brauchen wir nicht. Oder eventuell kann man auch mit Salz vermischen und dann später bei den Würzchen es verwenden. Alles Mögliche kann man machen, wenn man nicht wegschmeißen will. Ja, Zwiebelpulver kannst du daraus machen. Genau. Vielleicht machen wir das sogar. Wenn draußen Sonne ist, dann trocknet es. Zwiebelsaft haben wir, geben in unsere Schüssel. So, jetzt kommen dir auch noch Gewürze rein, wie Thymian. Thymian nehme ich ein bisschen getrockneter, aber auch dann frischen Oregano. Olivenöl, so 2-3 Esslöffel für diese Mehle. Wir haben ungefähr, glaube ich, 800 Gramm, ja? War das? Mhm. Dann Rosmarin, frisches Rosmarin habe ich genommen. Kann man auch klein schneiden. Thymianblättchen. Und die Knoblauch einfach zerdrücken wir und geben wir dazu. Das ist frische Knoblauch aus dem Garten. Die hört man. Was ich musste jetzt schon langsam rausnehmen in meine Erdbeere. Er ist noch richtig süß, jung und schön. So. So, verrühren. So, jetzt noch Pfeffer an der Schätze. Kannst du Pfeffer reinmachen? Und Salz machen wir, bevor wir auf den Spieße drauf machen. Nicht jetzt Salz machen, sonst Salz zieht die ganze Wasser bestimmt, ne? Genau. Und jetzt da rein. Na, dann machen wir das mal. So. Dankeschön. Umrühren. Und lassen wir das alles ungefähr eineinhalb Stunde marinieren. Und dann sehen wir uns wieder. Deckel drauf und in den Kühlschrank stellen.
So, es ist jetzt eineinhalbe Stunde vorbei. Zwischendurch habe ich zweimal schon umgerührt mit Löffel. Einfach so, dass es alles in die Soße steht. Schaut ihr, wie viel Soße von Zwiebelsoße ist hier drin. Und jetzt müssen wir auch ansalzen. Da nehmen wir Salz, aber nicht zu viel. Ich denke, ja, wir müssen nicht viel. Das ist schön saftig bleibt. Ja. Schön umrühren. Es kann man immer auch Schaschlik aus Rind, auch auf dem Teller, wenn er von Grill ist, auch ansalzen auf dem Teller, weil für Rind ist es am besten. Kann man 5 Minuten noch stehen lassen, dass das Salz sich auflöst. Und danach können wir schon auf unsere Spieße drauf machen. Wir haben solche. Wenn ihr macht auf den Holzspieße, dann macht ihr die für halbe Stunde ins Wasser. Mhm. Dann wird es nicht so stark das Fleisch an der Spieße halten, dass ihr nicht runter. Und der Spieß brennt auch nicht. Genau, so stark. Der Spieß brennt nicht. Nach 5 Minuten können wir dann aufspießen. Also wenn ihr nur das Fleisch auf den Spieß wollt, ist ja kein Problem. Aber wenn ihr noch zum Beispiel ein bisschen Gemüse nebenbei aufschneiden wollt, wir haben jetzt hier Paprika und Zwiebeln. Kann man auch Chili-Tomaten nehmen, was jeder da so mag. Ja, jetzt sind 5 Minuten rum und ich denke, wenn wir das so ansehen, das sieht gut aus. Ja, und dann spießen wir. Jo. Gut. So, jeder einen Spieß. Machen wir jetzt zusammen. Dann geht das schön. Erstmal spießt man den Fleisch rein und den Rind darf nicht aneinander nachkommen. Dann wird er nicht so versiegelt bei dem Braten. Wenn er zueinander so klebt, wenn er dann von den Spießen runternimmt, dann geht der Saft raus. Und dann ist das schade. Wenn er zum Beispiel nur Fleisch macht. Schön voll machen und mit Fleischende. Perfekt. Jo. Und so machen wir die erstmal alle und dann gehen wir ans Grill. So, jetzt am Grill haben wir es vorgeheizt. Es ist fast 200 Grad und jetzt werden wir da Schaschlikspieße drauflegen. Natürlich, wenn ihr Kohlegrill habt, es ist am besten Schaschlikbraten. Es ist auch dann Geschmack ganz anders. Ich mache nur die Hälfte. Und dann machen wir noch die Hälfte. Nicht zu viel drehen, wenn es auf einer Seite schön angebraten, dann werden wir drehen. So, eins und knusprige Finger. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt muss man aufpassen, weil es ist sehr, sehr heiß. Oh, der saftig ist. Wie tropft den Saft. Und noch ein bisschen Rose, das ist sehr schön. Jetzt probiere ich auch. Lecker. Butterweich, butterweich. Perfekt. So, liebe Freunde, wir wünschen euch wirklich viel Spaß beim Nachmachen und danach einen guten Appetit. Guten Appetit. Schreibt uns Kommentare, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.